Wie ihr wünscht. Eure Dienerin steht zu eurem Dienst. Der Tod. Ich bin Lermos. Ja. Okay, irgendwer hat. Ich tue mein Bestes. Warte. Da wäre der Flammentanzring. Das ist ein bisschen überladen. Das ist Khalid. Ja, wie ihr wünscht. Das heißt, den Rest schnappen wir hier nochmal. Wie kann ich? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich muss meine Reputation etwas erhöhen, weil sie sonst zu stark sinkt, wenn ich bestimmte Leute aufnehme. Was haut ab? Oh. Magische Geschosse. Immer praktisch. Worum ihr braucht, nur zu fragen. So, aus Pelt Vale hören wir Wolfsgeheul. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Deswegen meiden wir Pelt Vale erstmal. Wobei, wir hören eher Schreie aus Richtung Pelt Vale. Also reisen wir mal nach Pelt Vale. Ihr braucht nur zu fragen. Und folgen den Schreien, die wir gehört haben. Die sind nämlich irgendwo nördlich von uns an der Straße gewesen. Bisschen unschön, dass wir hier unten rausgekommen sind. Helft mir! Wenn mir keiner hilft, werden sie mich töten! Helft mir, wenn ihr mir nicht helft, werden sie mich töten. Beruhigt euch, wir werden euch helfen. Sagt mir, wer ihr seid. Ich heiße Viziona, ich stamme nicht aus dieser Gegend. Vielen Dank für eure Hilfe. Ich diene der flammenden Faust. Ja, hi. Seid ihr der flammenden Faust beiseite reisen. Ihr gehört zur flammenden Faust. Die Frau, die ihr Zuflucht gewährt, wird wegen Mordes der übelsten Art gesucht. Sie ist eine Drau. An ihrer Schlechtigkeit besteht folglich kein Zweifel. Das ist gelogen. Ich habe nichts Schlechtes getan. Was habt ihr mit ihr vor, wenn ihr sie erstmal habt? Sie töten was sonst. Und wenn sie eine Mörderin ist, dann hat sie es verdient. Ihr könnt sie haben. Das können wir nicht zulassen. Ihr müsst uns erst überwinden, um sie zu bekommen. Ihr begeht eine große Dummheit. Wenn ihr einer Mörderin Schutz gewährt, verurteile ich alle zu Tode. Hm? Ja? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ihr braucht meine Hilfe? Eure Stimme ist Ambrosie. Hört auf, an mir herumzutatschen! So. Man kann's ja mal versuchen. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. So, wegschieben kann ich sie nicht, um an das Zeug zu kommen. Worum geht es? Wie ihr wünscht. Sie sagt aber, dass sie etwas Ruhe braucht. Und wir später nochmal kommen sollen, um mit ihr zu reden.
Das ist dann, wenn ich sie in unsere Gruppe aufnehmen will. Weil ja, ich will Viziona dieses Mal aufnehmen. Ihr braucht nur zu fragen. Wenn ich nicht schlafen darf, überleben unsere nächsten Angreifer. Ja, wir geben jetzt der Frau den Ring. Und dann gönnen wir uns eine Nacht, bevor wir dann nach Beregost und von Beregost aus direkt durchreisen nach Naschke. Also ja, Viziona haben wir schon mal sicher für unsere Gruppe. Wie gesagt, ich will mit denen erstmal nach Naschke reisen. Mich dann entschließen, dass es dort noch zu gefährlich für uns ist. Und sie alle dann zurücklassen. Ihr braucht nur zu fragen. Ich bin ganz Ohr. Ich danke euch. Diesen Ring bekam ich geschenkt, als ich allein von zu Hause auszog. Ich könnte es nicht ertragen, wenn ich so einen stinkenden Hobgoblin hätte. Ich habe ein gutes Herz. Das will ich auch allen sagen, die mich nach euch fragen. Ja, dadurch hat sich meine Reputation um eins verbessert. Wir sind jetzt also auf 10. Das heißt, wenn wir jetzt ein bisschen absinken, wird es nicht so schlimm sein. Ich habe einen Flammentanzring zu Joja in dem freundlichen Arm zurückgebracht. Sie zeigte sich sehr dankbar, auch wenn sie mich nicht mit Gold entlohnen konnte. Ja, für einen Barde sieht es auch halt seinen Zweck, ihr braucht nur seinen zu fragen. Ruf zu verbessern. Ausgeruht bin ich viel angenehmer. Ja, so, deswegen gehen wir jetzt. Sie müssen Ihre Runde noch mehr vergrößern. Ihr braucht bevor nur Sie zu weiterziehen können. Das ist mal ein komischer Satz. Ja, wie ihr wünscht. Meine Schenke steht allen offen, die sich anständig benehmen. So, erstmal die Wurfdolche, Kriegshammer. Keule ist nichts wert. Können wir auch verkaufen. Bastardschwert, Silberring, Helm. Kaufen wir erstmal. Wasserstern. Und das behalten wir alles. Und dann gönnen wir uns als Händler mal eine Nacht hier. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Sie müssen Ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor Sie weiterziehen können. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, das ist die nächste Stelle Beregost und dann Naschke. Da sind wir halt auch ziemlich schnell aus dem ersten Akt draußen, was ich immer so ein bisschen lustig finde. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern.
So, das heißt, wir sehen jetzt die Südstraße. Der Visiona zu retten hat uns nicht geschadet, weil der Soldat hatte, oder der Wachmann hatte definitiv die Schraube locker. Beregost. I undoubt. Was hast du zu sagen? Schnell nach Beregost muss ich. Gouverneur Keltaf muss erfahren, dass Verstärkung zu ihm unterwegs ist. Beregost soll gegen Angriff aus Am befestigt werden, obwohl Am solche Absichten leugnet. So etwas leugnet man natürlich diese falschen Schlangen. Platz für den Boten. Hier ist ein Kind. Ihr seht aber komisch aus. Obwohl ich sehe, sonst rufe ich Mama und die verpasst dir eins mit dem Gürtel. Wie du willst, ich wollte dir keine Angst einjagen. Vielleicht bist du nicht so gemein, aber das heißt gar nichts. Die anderen Räuber sahen auch nicht gefährlich aus, bis sie den alten Brill angriffen. Blöde Räuber mit ihrem blöden Eisen. Lass mich in Ruhe. Okay. Beregost. Womit kann ich dienen? Da werde ich auch schon los. Wollin Wendt, wisst ihr, wo ihr hin müsst? Ihr seht recht umgänglich aus. Da will ich euch meine Dienste als Stadtführer anbieten. Was genau wollt ihr hier, Beregost? Wenn ihr mir den Weg zu einem bezahlbaren Wirtshaus weisen könnt, wäre ich euch sehr dankbar. Wir haben viele Wirtshäuser für den anspruchslosen Abenteurer. Die Rote Garbe hat einfache Zimmer, doch die Kundschaft ist ein wenig rau. Dann gibt es noch den brennenden Zauberer und den windigen Schwindler. Die haben beide bessere Zimmer. Die Garbe ist in der Nähe des Stadtzentrums, genau wie der Zauberer. Der Schwindler ist ein bisschen weiter weg, am Südrand der Stadt. Ja, ich will mir etwas Luxus gönnen. Welches ist das beste Wirtshaus? Das beste Wirtshaus ist mit Sicherheit das von Feldpost und die Leute dort sind außerdem sehr nett. Viel Lokalkolorit. Felsbos Wirtshaus liegt im Südwesten der Stadt. Bezahlbare Wirtshaus. Aha. Ich brauche gut gefertigte Waffen und Rüstung. Habt ihr einen guten Schmied? Wir haben die besten Schmiede aller Reiche. Terum Donnerhammer. Torium betreibt die Donnerhammer-Schmiede im Osten der Stadt. Er hat auch ein paar besondere Gegenstände, aber danach könnt ihr euch auch mal im Feldpost Wirtshaus umsehen. Dort haben sie auch Trophäen, aber dafür müsst ihr schon königliche Preise zahlen. Feldpost Wirtshaus liegt im Westen nahe der südlichen Grenze. Ja. Nur ein Plätzchen, in dem ich mich ein wenig ausruhen und meine Sorgen ertränken kann. Wo gibt es eine gute Taverne? Ein Tropfen oder zwei, um eure Sorgen zu vertreiben. Der brennende Zauberer und die Rote Garbe sind in der Stadtmitte. Felsports Wirtshaus liegt im Südwesten, der windige Schwindler im Süden. In allem werdet ihr gut bedient. Danke für eure Hilfe. Kein Problem, Freund. Einen schönen Auftritt. Ihr braucht nur zu fragen. Ja. Wir wollen aber eigentlich... Wo sind wir gerade? Ja. Die Hauptstraße nehmen. Weil wir erstmal nur durch Beregost durchreisen wollen. So, hier ist der große Obelisk. Das Feldpost Wirtshaus. So, und da sind wir eigentlich schon im Süden. Müssen wir nur noch die Straße finden, die hier rausführt. Khaled und Yahira fühlen sich in der Stadt eh irgendwie unwohl.
Dann gehen wir einfach südlich raus. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Noch ein Kind.